Hallo, ich habe gesehen, dass die Leonie sich zur kompetenten Kompassqualle gemausert hat. Und das will ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Erfolge bei unseren Praktikanten und Praktikantinnen sind nie gerne gesehen. Und deshalb versuche ich, sie zu schlagen. Und das machen wir jetzt. Und ich nehme auch den Navigator. Und ich bin auch grün, weil grün ist meine Lieblingsfarbe nach den anderen dreien. Und alle Spieler sind schon an Bord, weil ich bin heute nicht so viele Leute. Spielen auf der kleinen Karte. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ein kräftiger Windstoß durchfährt dein Gesicht. Und so weiter. So, 4, 4. Wissen wir schon. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Hier sind irgendwo vier Atlantisfelder und vielleicht auch irgendwo vier Artefakte. Mal gucken. Ja, was ist vielleicht? Sorry, ich bin heute so ein bisschen leger, weil es ist Wochenende. Da sind auf jeden Fall auch vier Artefakte. Aber die sind nicht unbedingt dann benachbart, die könnten überall sein. Und wir haben hier sozusagen unsere Leben. Ich habe denen jetzt keinen besonderen Namen genannt, gegeben, Steine. Und die laufen gleich dann hier runter. Immer wenn wir einen Zug beenden, verlieren wir einen Stein. Und wenn wir keinen Stein mehr haben, bevor das Spiel vorbei ist, dann sind wir blöd. Und ich glaube, wir müssen drei Steine behalten, um mindestens so gut sein wie Leonie. So gut zu sein wie Leonie. Zu. Zu ist ein Wort, was ich am Wochenende zu selten benutze. Okay. Also, wir sind gerade hier. Und ich drehe noch das U-Boot auf die andere Seite. Und das ist okay, grundsätzlich. So, wir dürfen uns noch einmal bewegen. Ich will da aus der Mitte ein bisschen raus. Ich fahre nach Westen. Leider habe ich das Gerät jetzt zum ersten Mal im Einsatz seit einer Weile, deshalb kommt da das Tutorial. Aber das klicken wir einfach weg. Ja, und ja. Okay, wir haben uns bewegt und zwar hierhin. Und ich finde, der gute alte Sonar ist immer ein perfekter Start. Einfach mal gucken, was eigentlich so in der Gegend ist und möglichst schnell irgendwas von Atlantis finden. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich zeichne das mal alles mit. Nischt. Nee, Mist. Doch, genau hier. Nischt. 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 Berg. 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 Ja, und was jetzt wichtig ist, ich markiere es mal mit dem zweiten Stift. Wir wissen, dass Atlantis von Bergen umgeben ist. Deshalb können wir eigentlich auch schon ausschließen, dass hier Atlantis liegt. Und hier und hier und hier. Das ist alles nicht Atlantis. Und das hier können wir auch ausschließen, weil da ist daneben einmal ein Nichtberg. Das wird nie der Fall sein. Ebenso hier, neben diesem Ort, wo ja eigentlich ein Berg ist, ist ja gut, ist ein Nichtberg, also kann da nicht Atlantis sein. Habe ich schon mal markiert. Cool. Erste Karte ist vorbei. Was machen wir als nächstes? Naja, vielleicht reisen wir gleich mal hier rüber und checken die beiden Felder irgendwie, zum Beispiel mit Erforschen und, so, und dem Radiographen. So der Klassiker eigentlich. Und dann nehme ich auch gleich mal den Navigator, weil der kostet mich keinen Extrazug. Zack. Einmal nach rechts bewegen. Und ich muss mich noch einmal nach unten bewegen. Das machen wir so. Geht schneller. Zack. Genau. Ich muss leider einen Chip abgeben. Einen Stein. Das ist der oberste. Den nehme ich mal weg. Haben wir noch 11. Und wir sind aber jetzt immerhin hier. Wir sind da auf der Ecke. Und die werde ich einfach mal ganz frech erforschen. Dreist, dreist, wie ich bin. Einfach mal hart forschen. Zack. Hui, wichtige Aktion, das Erforschen aufgepasst. Hast du den Untergrund erforscht? Kannst du dir sicher sein, ob sich ein Artefakt oder Atlantis oder gar keine Spuren von Zivilisation unter dir, also auf deinem Feld, befinden? Die Aktion ist außerdem notwendig, um Artefakte genauer zu untersuchen und damit eine Artefaktkarte aufzuziehen oder sogar zu gewinnen. Erforsche dafür ein Atlantis-Symbol. Naja, wir haben tatsächlich schon Atlantis gefunden. Hier ist Atlantis. Das ist ein guter Start. Da habe ich Hoffnung, dass wir Leonie übertrumpfen können. Aber jetzt werde ich erstmal weiterspielen. Ja, was heißt das? Naja, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ist hier dann auch ein Atlantisfeld. Und ich bin mal jetzt erstmal genau, und was ich mir überlegt habe, was ich euch mal zeigen wollte, war mal zu überlegen, wo Atlantis jetzt überhaupt sein kann. Also wenn Atlantis hier ist, das wissen wir jetzt schon,
Dann kann es maximal, boah, es kann echt fast überall sein, muss man ehrlicherweise sagen. Könnte bis hier hochwandern, könnte bis hier runterwandern. Das kann wirklich, wenn Atlantis so weit in der Mitte liegt, kann es wirklich noch überall sein. Okay. Dann, ich überprüfe einfach mal die beiden Nachbarfelder. Wir machen heute nichts besonders Kluges, aber auch nichts besonders Doofes. Oha. Der Radiograf sagt. Der Radiograf sagt, hier ist zwar was, aber hier nicht. Aber warum nicht? Hier sind drei Berge. Wie kann man die erklären? Den Berg kann man noch anders erklären, der Berg, der hier ist, weil der, der kommt, der wird sozusagen durch seinen Nachbarn erzeugt. Aber diesen Berg, den kann ich, und jetzt wird es eigentlich ganz knifflig, nur auf eine Art und Weise erklären. Er wird nicht von hier gespawnt. Von hier wird er sicher nicht gespawnt, weil hier ist nichts. Von hier wird er nicht gespawnt, weil hier ist ein Tal. Von hier wird er nicht gespawnt, weil das haben wir gerade überprüft. Aber wo kommt der Berg dann her? Der kommt von hier. Definitiv. Das ist sozusagen jetzt Mathe, also Logik. Also ihr versteht das, oder? Der kann nur von hier kommen. Die Berge kommen nie umsonst. Die haben immer einen Ursprung. Und das muss dieser Ursprung sein. Ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Und das würde mich natürlich auch vermuten lassen, dass in dem Bereich hier dann auch noch mehr von Atlantis ist. Ich muss einen Tipp abgeben und reise jetzt mal gen Süden. Und zwar, ja, ich mache das mal, weil ich die Karte noch übrig habe. Ich reise gleich doppelt. Zack. Fahr da runter. So. Zwei bewegt, hier bin ich jetzt und jetzt muss ich meine Karten wieder aufsammeln. Ich habe nichts mehr. Hab nichts mehr, was ich tun kann. Bla bla. So, ich nehme alle Karten zurück. Ich fächere die für euch auch wieder schön auf. So. Und ich muss leider ein Steinchen abgeben. In drei Steinen hätten wir es eh nicht geschafft, aber jetzt beginnt gedanklich meine Ampel. Wenn ich das schaffen würde, bin ich sehr, sehr, sehr gut. Wenn wir es im gelben Bereich schaffen, bin ich, naja, und im roten Bereich, da haben wir Leonie wahrscheinlich auch nicht besiegt. Gut. Ich spiele mal wieder den Sonarius, weil der gibt mir einen guten Überblick über alle möglichen Felder. Und da ist viel. Da ist ganz viel. Hier ist ein Berg. Hier ist ein Berg. Hier ist eine Tiefe. Hier ist ein Berg. Und wisst ihr, was das heißt, dass hier ein Berg ist? Wo wird der her erzeugt? Von hier sicher nicht, von da unten natürlich auch nicht. Dieser Berg kommt garantiert von meinem Feld. Und daneben ist es genauso. Wo kommt dieser Berg her? Er kann nur einen Ursprung haben. In-game, das einzige Feld, was überhaupt im Spiel ist, was daneben liegt, ist nämlich das hier. Krass, hat sich gelohnt. Und die da oben, die zeichne ich der Vollständigkeit halber natürlich auch noch. Die sind ja auch nicht schlecht zu wissen. Aber keine großen Überraschungen hier. Hier mussten eigentlich drei Berge sein, weil wir haben ja hier schon eine Spur und hier eine Spur und hier eine Spur und die erzeugen alle Nachbarberge. Also da hätten wir nichts anderes sehen finden können. Aber sei es drum, es ist cool zu wissen, dass hier auch zwei Spuren sind und deshalb lohnt sich auch das Erforschen an dem Ort, an dem ich bin. Und wenn ich ein Artefakt ziehe, ist gut und wenn ich Atlantis finde, ist es noch besser. Super. Hier ist Atlantis. Ich mache es mal in lila. Sieht man es vielleicht besser. Hier ist jetzt auch noch Atlantis. Ja, und was heißt das? Das heißt, wir haben jetzt so eine Art, ich nehme mal kurz den Stein weg, hier sind wir eigentlich, wir haben jetzt hier so einen Zwischenbereich. Also wir haben zwei Atlantisfelder, die sich noch nicht berühren und irgendwie müssen die verbunden sein. Die Logik, die wird uns wahrscheinlich gleich nochmal weiterhelfen. Und folglich wird auch Atlantis nicht viel weiter kommen. Also Atlantis wird, ich glaube, man könnte es sozusagen jetzt eingrenzen auf 1, 2, 3. Maximal ist es noch, geht es noch bis hier. Bis hier hoch. Und auch hier unten geht es halt maximal noch bis hier rüber. Weil wir brauchen. Na gut, es könnte so, so, so verlaufen. 1, 2, 3, 4. Hier könnte es noch sein.
Aber es wird nicht viel weiter gehen. Es ist auf jeden Fall fast komplett in diesem Quadranten da. Okay. Ja, jetzt würde mich interessieren, wie viele Spuren es überhaupt in der Gegend gibt. Ich würde einmal. Was machen wir jetzt? Sollen wir ganz frech schnell das sofort überprüfen, um schneller fertig zu werden? Aber es ist ein bisschen unkreativ und uneffizient. Ich glaube, ich fahre einfach nochmal zurück nach. Muss ein Steinchen abgeben. Einfach einmal noch zurück nach Norden. So. Und benutze hier mal die Chance, zwei Felder gleichzeitig zu überprüfen mit dem Radiographen. Und da erfahren wir, huch, der Stift ist heute wütender als ich. Und das macht mich wütend. So, hier ist etwas und hier ist nichts. So, jetzt, wenn ich jetzt noch erfahren würde, ob hier auch nichts ist. Wenn hier auch nichts ist, dann muss das hier Atlantis sein, weil es die einzig logische Verbindung ist zwischen diesen beiden Feldern. Wenn hier auch ein Feld ist, dann muss ich überprüfen, welches von den beiden zu Atlantis gehört und welches nicht. Und deshalb tauche ich jetzt etwas früher auf, als mir lieb ist. Soll ich mich vorher noch bewegen? Ja, dann kann ich das auch gleich noch überprüfen, dann danach. Oh, muss schon wieder ein Steinchen abgeben, das macht ja keinen Spaß. Ich fahre noch darüber, weil dann kann ich da auch gleich nochmal eine Prüfung machen. Zack, und ich tauche auf. So, die kommen alle wieder zurück. Und jetzt die erste Sache, die ich mache. Ja, den Radiographen zu spielen. Und zwar so. Und ja, die Spur links, die kannte ich schon, die habe ich ja auch schon notiert, aber die Spur rechts, die ist mir neu. Und die macht die Sache leider unklarer. Da sind sau viele Spuren auf einem Haufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Spur, über der ich gerade bin. Muss schon wieder einen Stein abgeben, wie nervig. So, gucken wir mal, ob die Spur, auf der ich gerade bin, die ist Atlantis. Okay. Hier ist also auch Atlantis. So. Und ich kann aber noch nicht auflösen. Mir fehlen noch Informationen. Ich setze mal fort. Ja, soll ich jetzt einfach ganz. Es gibt jetzt halt super viele Optionen. Alle vier anderen Orte, die wir gefunden haben, potenziell sogar noch mehr, könnten auch noch Atlantis sein. Und wir haben auch keine coolen Artefakte, die uns gerade unterstützen. Also. Ich würde ganz lame, glaube ich, einfach jetzt versuchen, möglichst viele von denen noch zu erforschen. Aber ich will auch noch checken, ob die Ecke vielleicht auch noch Felder enthält, die Sache noch komplizierter machen würden. Zack. Ah, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Oh, das war ein dummer Fehler, weil das mussten Berge sein. Alles, was ich sehe, mussten Berge sein. Natürlich ist hier ein Berg. Natürlich ist hier ein Berg, weil hier ist ja eine Spur. Natürlich ist daneben ein Berg, weil da ist die Spur. Natürlich bin ich auf einer Spur, weshalb hier auch ein Berg ist, den ich sogar schon notiert hatte. Das war ja richtig unnötig. Sorry, Leute. Und herzlichen Glückwunsch, Lola. Das kriege ich nicht mehr hin, dich zu schnappen. Zack, einen Stein abgeben. Und ein Glücksfischi, ein Goldfisch werde ich jetzt sicher auch nicht mehr. Oh, ich bewege mich. Einmal, das sagt mir halt nichts, ne? Vielleicht sind hier Spuren, vielleicht nicht. Die sind halt richtig blöd versteckt in diesem Gebirge sozusagen. Ich fahre jetzt hier zurück und ich tauche blöd auf. Und ich hätte mich eigentlich anders bewegen sollen. Noch ein Fehler, den ich gemacht habe. Zack, zack, zack. Ich hätte mich, glaube ich, noch ein, zwei Mal im Spiel mit dem bewegen können. Aber jetzt tauche ich auf. Genau. Bin gerade aufgetaucht, oder? Ja. So, deshalb liegt die Karte da. Ich nehme alles zurück. Und jetzt darf ich erforschen. Jetzt erforsche ich ganz stumpf. Zack, hier ist auch Atlantis. Und das ist gut und auch super random für unser Spiel. Ich habe einfach mal alle vier Atlantis-Felder direkt gefunden, aber kein Artefakt dabei. Okay.
Probieren wir es aus. Zack. Zack. Ist ja echt komisch. Ich habe einfach nur viermal geforscht und viermal Atlantis gefunden. Ja, und tatsächlich, in der letzten Sekunde des Videos sozusagen, ist mir hier der Speicherplatz ausgegangen. Aber hat gestimmt. Und ich drehe euch nochmal die ganze, ich zeige euch nochmal die ganze Karte. So sah es nämlich aus. Und so sah es bei mir aus. Also, wir haben tatsächlich auch alle Felder bis auf eins, nämlich das ganz da oben. Das Feld, das haben wir nicht mehr entdeckt. Aber ansonsten hatten wir alle, und das ist ein mega Zufall. Und eigentlich war die Karte ehrlicherweise nicht mal super leicht, ne? Weil eigentlich gibt es da super viel Verwechslungsgefahr. Und es war aber super viel Glück im Unglück, dass ich dann einfach bei viermal Forschen viermal genau die richtigen Atlantisfelder gefunden habe. Wenn ich stattdessen Artefakte gefunden hätte, wäre das ja auch nicht schlecht gewesen, ne? Dann hätte vielleicht sogar den Sieg beschleunigen können, weil was wäre als nächstes gekommen? Mein erstes Artefakt wäre der Atlantische Wein gewesen. Damit hätte ich dann spätestens die Lösung ganz schnell gehabt in dieser Situation. Da war ja so viel zu erforschen um mich rum. Genau, aber so war es nicht. Macht nichts. Ich werde es auch bald mal wieder per Video probieren. Und ja, ich habe jetzt auch schon eben nachgeschaut. Ich habe jetzt eben schon nachgeschaut, was ich bin. Ich bin nicht nur eine Kompassqualle, ich bin sogar eine waschechte Wasserratte. Also nehmt das. Oh, das Bildschirm, das Ding muss ja. Ja, genau. So, ne? Ich war gerade quer.